One. Ein Podcast mit Shelly und Christiane. Warum muss ich eigentlich immer heute sagen? Weiß nicht. Sag du mal heute. Heute? Shelly und Christiane entdecken den neuen Katalog. Du, Shelly? Ja. Du hast schon wieder Herzchenaugen. Ja. Warum hast du Herzchenaugen? Wir können das ja noch gar nicht so verraten. Wie jetzt? Wir können das noch nicht verraten. Du hast hier Herzchenaugen, sitzt hier in so einem großen Leuchteherz? Ja. Ja, wie ja? Unsere Kunden wissen doch noch gar nicht Bescheid. Hör mal. Unsere Kunden sind ja nicht doof. Die wissen, dass Mai ist. Heute ist Feiertag. Die sind bestimmt alle wandern. Die hören uns gerade sowieso nicht. Du meinst, dann können wir weiter leise schwärmen von dem neuen Katalog? Na klar können wir schwärmen. Außerdem können wir ja auch nur träumen. Ja. Dir wird bestimmt toll. Davon gehe ich aus. Das wird so cool! Hör mal, hier. Was? Nicht schlafen. Entschuldigung, ich träume. Ja, toll. Und jetzt? Sag mal, wenn du dir was wünschen dürftest, was müsste unbedingt aus dem Katalog rausfliegen? Rausfliegen? Du hast wohl jetzt gedacht, ich frage, was möchtest du haben? Brushes. Ey. Die Brushes müssten gehen. Die Sprinkles, die... Die stimmt, die heißen gar nicht mehr Brushes. Nee, die heißen gar nicht mehr Brushes. Die heißen Sprinkles. Warte. Jetzt. Lass mich gucken. Guckst du. Pigment Sprinkles. Ah ja. Pigmentkristalle für Aquarelltechnik. Ich finde die großartig. Pig kann gehen. Ja. Sir. Und... Golf bräuchte ich auch nicht mehr. Nee, du? Wie ich? Golf? Ich finde das Papier toll. Was dürfte denn deiner Meinung nach gehen? Also, wo ich so... Ich fand meine Frage voll kreativ und jetzt kriege ich die um die Ohren gehauen. Das ist nicht nett von dir. Ja. Hier, was? Das kann auch meinetwegen gehen hier. Aber die sind doch so süß. So plüschig? Ja, so plüschig. Die Rede ist von den Blütenmitten, florale Träume. Das sind so Blütenpuschel. Genau, Blütenmitten. Puschel. Puschel in Kackgelb. Nee, in flauschiger Textur. Da steht flauschig. Ja, das ist aber... Hast du das mal angefasst? Ja. Das ist nicht flauschig. Ich weiß. Das ist mehr wie ein Schwamm. Wie ein Geschirrspülschwamm. Ah ja. In Mini, Mini, Mini. Ah, Mini. Die könnten auch gehen. Die gehen vermutlich auch. Die Blüten mitten. Ja. Ja, weil ist ja... Das sind ja... Accessoires und die sind leider oft nur ein Jahr drin. Hm. So wie das Designerpapier. Tschüss. Mehr der Möglichkeit. Das ist nicht fair. Nein. Aber hier dieses Brusho-Papier, das könnte auch gehen. Entschuldigung, Pigmentenpapier. Sanfte Silhouetten. Ja. Richtig. Aber wir müssen auch Tschüss sagen zu Kussrot, Grapefruit, Ananas. Entschuldigung. Du bist ja immer noch nicht wieder fit. Nee, denn nicht weiterlesen. Überspring das und nimm den letzten. Kleegrün und braun. Blaubeere. Ja, Tschüss, grün. Aber Grapefruit. Ja, Grapefruit. Und also, Kussrot. Ja, vielleicht auch noch. Und Blaubeere. Mm-mm. Blaubeere kann mit Kleegrün gerne eine Allianz im Süden eingehen.
auf irgendeiner einsamen Insel im Pazifik. Die haben es doch nicht so weit. Die müssen nur von oben runter. Ach so, ja. Ja, durch das Stamping Up, ein amerikanisches Unternehmen, ist, haben sie es nicht so weit bis in da. Pazifik. Auf so eine Insel. Ah ja. So, und was kann deiner Meinung nach? Du kommst nicht rum um die Frage. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich, also es gibt so ein paar Stempelsets, die ich jetzt so nicht unbedingt haben müsste. Aha. Aber ich suche noch. Ach so, dann erzähl mir hier, doch mal. Hier, das, die finde ich, ne, diese komischen Fische da, also Best Catch heißt das Ding, das ist ja so überhaupt nicht meine Welt. Angeln war mit dem nicht Angeln dein, und dem ja, Hut und... Nee, das auch nicht nee, so meins. Nicht so meins. Nee. Muss ja auch nicht alles ich meins. Kannst dir jetzt auch nicht mehr schönreden. Das nee, aber das darf nicht gehen. Kraft der Natur. Nee. Das muss noch ein bisschen bleiben. Ja, und das auch. Ja, das also, ist ja meine Produktreihe. Mehr der Möglichkeiten, die ist toll. Ich, Nordlicht, ich. Mhm. Mhm. Ganz schön viel gebastelt damit im letzten Jahr. Ich weiß gar nicht, wie viele Sätze Designerpapier ich da durchgejagt habe, aber es waren einige. Einige, ja. Oh ja, sämtliche Verpackungen, alle nur noch in Blautönen. Ja. Mit ein bisschen Rotakzent, damit es maritim wird. Ah, ich verstehe. Weißt du... Für meine Welt bräuchten wir nicht 500 neue Blumensets. Stimmt. Also, wenn ich mir was wünschen dürfte, was nicht kommt, dann sind es, weiß ich nicht... Anemonen. Habe ich jetzt nicht mal... Gänseblümchen, Rosen, Mondblumen, Sonnenblumen hatten wir gerade erst. Ja. Ich dachte, ich hau noch mal einen anderen Blumennamen raus. Ja, die Mondblumen sind aber so schön. Ja. Also, die hätte ich gerne jetzt auch weiter. Die dürfen jetzt erstmal noch mal 1 bis 8 Jahre hier bleiben. Ich liebe Mond. Oh, das da, das kann auch, also... Das, aber der Spruch ist so schön. Ja. Und da, gerade an dich gedacht. Das finde ich jetzt eher über... Ja, das ist die Schriftart auch nicht so toll. Also ja. Vielleicht sollten wir unseren Hörern auch nochmal eben erzählen, wovon ich spreche. Ich spreche vom Stempelset Wunderbarer Tag. Da sind die Sprüche deutsch, was schon mal gut ist und eigentlich auch ganz schön. Aber dieser Schmetterling und diese Blume ist so... Also den Schmetterling finde ich toll. Hast du damit schon gebastelt? Ganz viel. Okay. Aber ich habe damit... Pigment Sprinkles gearbeitet. Ich verstehe. Warum habe ich nicht hingeguckt? Ja. Ja. Guck mal, brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Was ich gesagt habe, was ich jetzt nicht unbedingt haben müsste, sind Strauß-Lieberwünsche. Das ist einfach nicht meine Welt. Das sieht nett aus, wenn ich mir die Produkte hier angucke, wenn ich mir die Bilder angucke. Ja, das finde ich schön, aber es ist nicht das, was ich bastel. Also, verstehst du? Es ist nicht meins. Ja. Grundlegend ist ja das, was ich an Stampin' Up so toll finde. Es gibt so viel Auswahl, da finde ich auf jeden Fall was für mich. Mhm. Und jetzt haue ich die nächste Frage raus. Was wäre so ein absolutes Must-Have für dich? Also was, wenn du dir ein Produkt wünschen könntest, was sollte es sein, was kommt? Abgesehen von einer Stanz- und Prägemaschine. Ja, die wäre nice, das stimmt. Ja. Puh. Ich könnte dir eine Farbe sagen, die unbedingt kommen soll. Ja, dann erzähl mal. Ich wäre wieder für einen richtig schönen Rosaton. Ach, Rokoko gefällt dir nicht. Nee, es ist nicht rosa. Also... Wir hatten mal eine Farbe, die hieß Zartrosa. Das war ein richtiges Mädchenrosa. Ja, ich weiß. Kirschblüte ist mehr Vintage, sag ich mal, im Verhältnis zu Zartrosa. Ja, und Rokokorosa auch. Rokokorosa ist zu dunkel für Zartrosa. Und Blütenrosa ist mehr Lachsfarben und nicht richtig Mädchenrosa. Also du möchtest zu... Ich hätte Babyblau, gerne richtig. Mädchenrosa. Mädchenrosa oder Babyrosa oder wie auch immer du das nennst. Einen richtigen Rosaton, der wäre schön. So wie wir einfach Zartrosa hatten. Meinetwegen noch unser altes Puderrosa. Das ging auch noch. Siehst du, und ich war bei Puderrosa gedanklich.
gerade wo du das sagtest, so ein Zartrosa war, aber... Zartrosa war die Basic Color und Puderrosa war die In Color. Dann habe ich es andersrum gesehen. Dann ist Puderrosa das, was ich gerne wieder hätte, weil Zartrosa war mir tatsächlich zu hell. Da war mir zu wenig Farbe im Spiel. Hm. Ja, aber also auf jeden Fall in der Kombination ein richtig rosa und nicht so ein Wasch in irgendeine andere Richtung. Ja, ich verstehe. Das wäre eine Farbe, über die ich mich tatsächlich sehr freuen würde. Und ich habe tatsächlich im Herbst-Winter-Katalog so ein bisschen Blut geleckt. Ich hätte gerne Metallic-Farben. Mhm. Die fand ich auch großartig. Die fand ich total großartig und ich bin echt traurig, dass die, also... Na, vielleicht kommen die ja wieder. Wer weiß. Genau. Aber also das fände ich echt schön und da haben wir uns ja auch über die Tage in der Weihnachtszeit oder naja, also eigentlich ja seit September, aber gut mit anfreunden können, sodass wir also Weihnachten damit alle ordentlich arbeiten konnten. Ich hab die auch geliebt. Also diese ja. Metallic-Farben sind einfach auch wahnsinnig schön. Ja, musstest du manchmal mit dem Samperatus, aber das finde ich auch nicht so schlimm. Also wenn man weiß, dass man das muss, dann kann man das auch gleich von vornherein tun. Und so meine ich, haben wir mit den Farben einfach gelernt, umzugehen. Ja, und ich finde gerade bei solchen Sachen, also ich arbeite sowieso gerne mit dem Stemperatus. Ja. Der soll bitte auch schön bleiben. Naja, den finde ich toll. Ja. Also wenn der geht, fange ich an zu zweifeln. Ja. Das ist doch unsere schöne Stempelhilfe für Anfänger. Die können sie doch nicht einfach... Also nee, die ist wirklich großartig. Ich finde unser neues Schneidbrett großartig. Ja. Die Papierschneidemaschine. Alles sagt Schneidbrett, aber das Ding heißt tatsächlich Papierschneidemaschine. Ja. Nee, das was mit dem Stemperatus, um nochmal drauf zurückzukommen, den nutze ich ja sowieso unglaublich gerne, wenn du mit flächigen Stempeln arbeitest. Ja. Und dann irgendwie mit Schwarz, die Silhouetten zum Beispiel. Ja. Diese ganzen, die sind ja... Die müssen ja flächig sein. Ja, und richtig schwarz und nicht nur... tief in der Farbe, in der du sie stempelst. Ja. Dementsprechend nutze ich den Stemperatus total gerne, weil damit kannst du einfach auch ausgleichen. Total. Und was also auch super gut geht, ist so Massenproduktion. 60 Einladungen zum Kindergeburtstag kannst du so wegstempeln, weil sie hinterher alle gleich aussehen. Tak, 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 tak. Das geht mit dem Ding auch total gut. Wenn du die einzelnen frei stempelst, dann sehen sie hinterher allen Mühe unterschiedlich aus. Und mit dem Stemperatus kannst du einfach klack, 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 alles sieht gleich aus. Und nicht so viel drüber nachdenken. Wirklich schnell gemacht. Auch. Ja. Nee, das genieße ich auch. Der immer ist schon cool. Der wird nicht gehen. Mm-mm. Mm-mm. Und wehe, wenn doch. Oh, dann fliegen wir mal eben nach Amerika. Sarah, wir müssen reden. Genau. Der ist ja relativ neu. Ja, und es gibt eine Tasche jetzt dafür und es gibt Zubehör dafür. Und es ist eine eigene Entwicklung. Genau. Also da. Großes Kino. Du hast dich noch nicht geäußert. Wozu? Was bleiben soll. Was bleiben soll? Ja, so dein Lieblings. Hast du auch so eine Farbe? Du meinst, was wiederkommen soll? Oder was ich gerne hätte? Ja. Ja. Mir fehlt Petrol. Tatsächlich. Das war auch eine schöne Farbe. Na, Petrol, ja. Petrol und Gold ist ja sowieso so eine Kombi, die ich ja... Ne? Ja, ich verstehe schon. Oder Kupfer und Petrol, also das wäre völlig meins. Lagunenblau, wenn dir das noch was sagt. Nee, ich weiß, dass es das gab, aber ich habe keinen Farbton dazu vor Augen. Ich kann dir das mal bei Gelegenheit zeigen. Das ist schon so lange her. Das ist schon 6 Jahre her. Siehst du, und ich kenne Stamping Up erst seit... Ja. Ja, es sind auch keine 6 Jahre, es sind 4 Jahre. 5, 4, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall schon eine Weile her und das war so eine traumhaft schöne Farbe. Das ist was mir wirklich fehlt. Ich fand aber auch Meeresgrün ja schön. Das ging so ein bisschen in die Richtung, aber Lagunenblau war noch schöner. Es war so eine Mischung zwischen Meeresgrün und Petrol, wenn du mich jetzt drauf festnageln müsstest. Mhm. Aber einfach traumhaft schön. Das wäre so farblich meins. Was ist denn seit dem Relaunch unserer Farben dein Favorite? Das ist eine so schwere Frage. Echt?
Ja. Also ich kann dir die sofort beantworten. Bei dir? Ja, meine totale Must-Have-Farbe seit unserem Relaunch ist Granit. Mhm. Da ist das Stempelkissen ständig leer. Ja, Granit ist das neue Schiefergrau bei mir. Ja, das, total. Das ist definitiv so. Also ich habe einmal jetzt Schiefergrau tatsächlich bewusst genutzt statt Granit, weil es einfach tatsächlich in dem Part besser aussah. Aber sonst finde ich Granit einfach immer wärmer, schöner. Ja, das ist echt so eine... Schiefergrau ist, in der Fotografie würdest du sagen, neutralgrau. Mhm. Ja, also wenn du das mit dem Hexadezimalwert angeben wollen würdest, wäre das sowas wie, weiß ich nicht, C, also von allen Farben gleicher Anteil. Mhm. Finde ich schön, weil... Er hat auch was ganz Edles in Kombination mit Kirschblüte, in Kombination mit ganz, ganz vielen Dingen. Mhm. Aber Granit, was du sagst, ist schon wärmer. Aber ich fand zum Beispiel auch Heideblüte schön. Ich finde Amethyst toll. Ich finde Blutorange großartig. Oh nee. Blutorange mit dem Mondblumenstempelset aus dem Januar-Juni-Mini-Katalog. Ja, ich weiß, dass du das auf deinem Workshop gerne gemacht hast, aber Blutorange ist keine meiner Favorite-Farben. Das ging in dem Fall total gut. Ich finde die Farbkombi dann auch mit Schwarz und Weiß einfach total großartig. Ja, für das Projekt war das total stimmig, aber grundsätzlich wäre Blutorange, wenn ich so denke, meine Freundin hat Geburtstag, welche Farbe nehmen wir mal, ist Blutorange, glaube ich, auf Platz 37 von 50. Der Farben, wobei wir, glaube ich, auch 10 Grüntöne drin haben. Ich wollte gerade sagen. Dann weißt du schon, auf welchem Platz Blutorange bei mir so hängt. Was mit Terrakotta? Finde ich für Herbstprojekte total schön. Sehr viel schöner. Und ich finde auch Calypso schöner als Blutorange, wenn wir mal in diesen rötlichen Geschichten bleiben. Es kommt drauf an, wofür du es brauchst. Und ich finde, Blutorange kannst du zum Beispiel unglaublich gut benutzen, um Sonnenuntergänge zu aquarellieren. Ja, das ist ja auch nicht so mein Thema. Ja, siehst du, das ist das Tolle bei uns beiden. Wir machen beide ganz unterschiedliche Sachen. Total. Weißt du, was ich mir wünsche für den neuen Katalog? Jetzt kommt's. Ich wünsche mir mehr Sets wie die Produktreihe, wie heißt denn das, Mohnblütenzauber? Ich glaube. Ich muss das mal gerade eben hier in dem Januar, Ach so, du willst darauf hinaus, dass... Genau, will ich. Ja, verstehe. Natürlich. Weil das ist sowas, was ich total gut finde. Aber ich will jetzt wissen, wie das heißt. Ich bin noch alt. Mohnblütenzauber. Ich bin nicht alt. Ich möchte gerne Kombinationen haben, wo du nur Bilder hast und nur Sprüche. Denn dann kannst du... Ich möchte gerne mehr übersetzt haben. Mhm. Ich finde die englischen Sprüche toll. Ich finde die traumhaft schön. Mhm. Aber wenn ich immer nur gucke, was mir gefällt, viele meiner Kunden sprechen kein Englisch. Viele meiner Kunden haben da kein Interesse dran. Sondern die sagen, ja, warum kann man das nicht übersetzen? Und da finde ich, ne, das ist, dann hast du ein Bilderset. Und ein Sprücheset. Ja, und andersrum, ich habe auch Kunden, die dann sagen, oh ja, es ist ein englisches Stempelset, das möchte ich nicht haben. Genau, ich kaufe mir... Und dann einfach nur zu sagen, ich nehme jetzt nur die Blume, also weil das Stempelset hat halt nur Blumen, es ist international und ich muss mich nicht damit rumquälen, dass da noch 2 englische Sprüche drin sind, obwohl die Blumen so schön sind. Genau, das ist auch etwas, was, ich weiß gar nicht, wo wir das hatten, wir mal irgendwo als Thema, dass wir eben... darüber gesprochen haben, dass Leute, also dass Kunden Stempelsets nicht kaufen, weil die Sprüche englisch sind. Genau. Ich hatte das im letzten halben Jahr relativ häufig thematisiert auf Demo-Treffen oder mit größeren Demos einfach auch besprochen, weil wir eben sehen, dass es ein großes Thema ist in Deutschland, dass wir eben, ja, ich würde mal schätzen, immer mehr, aber irgendwie zwischen 40% und 50% der Sets nur übersetzt haben. Mhm. Also es gibt einfach Sets, die sind und bleiben Englisch. Und also ich glaube, also egal, wenn du fragst, irgendwer jammert bei jedem Set mal, oh, das wäre ja schön, wenn es übersetzt wäre. Ich finde zum Beispiel Beautiful Moments aus dem Mini-Katalog Januar-Juni total schön. Mhm. Das ist auch ein 1-Million-Dollar Stempelset, also ein Stempelset, was eine Umsatzmillionärin, in dem Fall
Jackie Williams gestaltet oder mitgestaltet hat. Ja. Finde ich super schön und würde mir wünschen, dass die Sprüche entweder nicht dabei sind oder übersetzt werden. Ich finde auch die Sprüche traumhaft schön. Aber da ist wieder dann der Punkt, wo ich dann zu hören kriege, nee, ist nicht meine Baustelle, ist nicht meine Welt. Ja, das stimmt. Ja. Und wenn man dich in deinem Umfeld erlebt, dann entdeckt man ja auch, dass es zwischendurch den ein oder anderen englischen Satz gibt, der bei dir fällt in der Familie. Historisch so gewachsen heißt das, glaube ich. Ja. Aber es gibt ja Familien, die haben keine Beziehungen nach Großbritannien und oder nach Amerika oder in sonst ein englischsprachiges Domizil und haben da keine Berührung hin. Und da ist natürlich, naja, Happy Birthday vielleicht gerade noch akzeptiert, aber God bless you ist schon rum. Ja. Da muss dann einfach gute Besserung her. Und ja, und ich finde auch Happy Birthday und schönen Geburtstag. Ja, natürlich. Es gibt auch die, die sagen, wir möchten gar nicht denglischen oder verenglischen oder wie auch immer. Klar. Ja, aber auch schönen Geburtstag wäre nicht der Gruß meiner Wahl. Genau. Ja, das ist aber es ist ja dann auch nett, wenn dann nicht immer nur herzlichen Glückwunsch oder so, dass du auch mit dem Deutschen ein bisschen spielst, finde ich auch nett, dass sie nicht alle herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag heißen. Ja, oder alles Liebe zum Geburtstag. Genau. Oder schönen Geburtstag. Ja. Ja, das ist schon. Ja. Ich träume schon wieder. Entschuldige bitte. Ich hätte gerne wieder einen kleinen Otter. Natürlich. Ich habe eigentlich drauf gewartet. Aber einen kleinen Otter. Ich hätte gerne ein ganzes Otter-Stempelset. Chefin, du Sarah. Jetzt müsstest du aufs Englische wechseln. Nee. Warum? Ich gerade nicht. Dear Sarah, we would love an Otter stamp set. Ich tag sie, wenn ich das hier online stelle. Oh ja, bitte. Kein Problem. Was hatten wir denn sonst für Tiere noch nicht? Hatten wir eigentlich schon mal ein Krokodil? Ja, jein. Oder eine Schlange? Spinnen hatten wir schon. Ja, Spinnen haben wir jedes Jahr. Und Küken und Osterhasen und Schafe haben wir auch. Immer mal wieder. Elche hatten wir auch schon. Elche kommen wieder. Vögel hatten wir schon in sämtlichen Variationen. Katzen, Hunde, Pferde. Einhörner. Ein Einhorn hatten wir schon. Hatten wir schon Elefanten? Ja, natürlich, die Elefantenhandstanze. Ach ja, ja, der war sehr stilisiert, ne? Aber Tiger? Nee, und in dem Babyset haben wir auch Elefantenmama und Elefantenkind. Ja, das meine ich, das ist ja das für die Handstanze, oder? Nee, ich rede von dem, wo du auch den Fuchs und das Fuchsbaby hast. Ach so, ja, stimmt. Jetzt bin ich wieder bei dir. Das Kinderbabyset, also Tierbabyset. Genau. Ja. Ja. Das, was es onstage lokal in Düsseldorf gab. Als Prize Patrol. Als Prize Patrol. Ja. Und ich habe es gewonnen und ich habe es auf Englisch behalten. Ja. Ich habe es mir auf Deutsch gekauft. Das ist ja auch eine Option. Du hast was anderes Schönes gewonnen. Ja. Ich habe eine befreundete Demo, die hat das vor ein paar Tagen doppelt geschickt gekriegt. Aus Versehen. Die hatte was ganz anderes bestellt. Oh ja. Das muss wohl im Schrank daneben gelegen haben. Oder was, und kriegte doppelt dieses tolle Geburtstagsdingens da. Also. Erstmal bei SU angerufen und gefragt, ob sie das vielleicht wieder abholen wollen. Und? Ja, machen sie. Ich will es auch gar nicht behalten. Ach ja. Das gibt tatsächlich einfach immer Stempelsets, wo man. Die liebt man, wenn man sie sieht. Dann gibt es Stempelset, da muss man das ein oder andere mit gesehen haben.
bis man sich verliebt. Und dann gibt es Stempelset, die können einfach zu den Menschen ziehen, die sie lieb haben. Genau, aber nicht zu mir. Und so ein Set habe ich on stage in Düsseldorf geschenkt gekriegt. So ein KW, würde mein Vater sagen. Kann welch. Ablage P. Ja, genau. Rundablage P. Und nicht durch den Schredder, da geht der Schredder bei kaputt. Ja, nein, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich habe dann auch noch, weil wir ja Prize Ritual, da ist ja eigentlich üblich, dass wir alle, die dasselbe Set gewonnen haben, hinterher einen Blockhop damit machen. Ich habe mich durch diesen Blockhop gequält. Naja, nicht alle, aber man findet sich zu so einem Blockhop. Genau, aber ich habe mich durch diesen Blockhop gequält. Also ich musste mir schon von drei Demos helfen lassen. Ich sage, lass dir mal was einfallen. Mit was denn? Ja, hiermit. Ich muss weg. Danke. Ja, ich erinnere mich an das Drama Dunkel. Ja. Aber ich weiß gar nicht, gibt's das noch? Ja. Aber nicht im Katalog. Ach, herrje. Das gab's ja nie im Katalog. Das war immer in diesem... Also, wir sprechen von einem Set aus einem Anfängerkatalog, den wir seit ein paar Monaten haben. Da ist ein kleines Vögelchen mit seinem Nestchen und irgendwelche Fähnchen, auf denen steht herzlichen Glückwunsch. Chen. Oh, Le... Oh. Nele ist raus. Ich weiß, wir hatten, kannst du dich erinnern, es gab eine Veranstaltung für Demo-Neulinge. Alle, die in der Celebration eingestiegen waren. Und die Veranstaltung war in Hamburg. Und Gesche, ist auch eine Demo-Kollegin von uns, Gesche sollte dieses Set vorstellen. Und hat mindestens genauso Schwierigkeiten gehabt wie ich. Also möchtest du sagen, es war eine Herausforderung? Ja, sehr. Also ich, wie gesagt, das kann gerne wo einziehen, wo jemand damit glücklich ist. Und ich glaube, dass bestimmt auch Menschen damit glücklich sind. Aber es passt nicht zu mir. Es ist nicht meins. Ich würde das so sehen, es ist ein Set für jemanden, der wirklich mit dem Stempeln anfängt. Der noch nicht viel hat oder vielleicht auch noch gar nichts hat. Und nicht ganz so knatschverrückt ist wie wir, die sagen, Katalog, meins. Da finde ich ja immer den Satz, den der Mann meiner Upline mal gesagt hat, du solltest die Post-its nur noch auf die Sachen kleben, die du nicht haben möchtest, dann kannst du wenigstens Post-its sparen. Aber ganz ehrlich, wenn mich jemand fragt, er möchte sich ein Stempelset kaufen, dann wäre dieses Stempelset auch nicht mein Mittel der Wahl. Nee, weil es nicht deiner Welt und dem entspricht, was du gerne machst. Wenn und jetzt aber wenn Menschen mich fragen, dann fragen sie ja mich, weil sie meine Projekte mögen oder mich als Mensch mögen und meine Meinung schätzen, sonst würden sie mich nicht fragen. Das wäre also tatsächlich auch nicht meins. Da würde ich eher zu so einem Set greifen, wie zum Beispiel von Steffi Helmschrott oder von Jasmin Schulze. Da hoffe ich übrigens auch, dass das übernommen wird. Das wäre ja ganz, ganz schade, wenn nicht. Ja. Ja, schauen wir mal. Also, das wären aber eher so meine Mittel der Wahl. Mhm. Da kannst du auch alles Mögliche. Happy Birthday, nee, herzlichen Glückwunsch und alles Gute und gute Besserung und irgendwie Hintergrund und Sternchen und Herzchen und da ist alles drin. Da kannst du alles mitmachen. Wäre eher mein Mittel der Wahl als dieses Anfängergeburtstagsset. Das ist mir zu kindlich. Ich glaube, ja, das trifft es am ehesten. Wenn ich jetzt zu blockig. Also es ist ja, so, wenn ich jetzt Kindergeburtstagskarten machen wollen würde, wo Kinder für ihre Freunde vielleicht auch im Grundschulalter was machen, das wäre ein Set, da würde ich sagen, damit kannst du arbeiten. Stimmt. Ne? Ja, dafür finde ich das toll. Wenn du einen Workshop gibst, wo Kinder Einladungen bauen für ihren eigenen Geburtstag zum Beispiel. Ja, ja, dafür ist das ein tolles Set. Das aber stimmt. Das Mutti hat man wieder halt nicht kreativ, immer. Ne? Ja. Ja, aber es ist meine Lebenswelt. Mehr als deine. Das stimmt allerdings. Ach ja. Gibt es denn noch was, auf das du dich im neuen Katalog freust? Ja, natürlich. Na? Es gibt garantiert wieder super schöne Designerpapiere. Mhm.
Und es gibt garantiert bestimmt wieder, soll ich schätzen, 80% neue Stempelsets. Ganz viele neue Bänder. Bänder, ganz viele neue Accessoires. Hauptsache es glitzert. Und 5 neue Farben. Und 5 neue Farben. Die neuen Inkala 2020 bis 2022. Ja. Die kommen. Vielleicht kommt ja auch eine 5. Inkala-Farbe als Ersatz für Flieder. Glaube ich nicht. Nö, aber. Wir haben ja Fliederpapier. Wir haben auch ein Flieder. Band. Band. Und ein Write Marker in Flieder haben wir auch. Und haben wir nicht auch Flieder Blends? Das weiß ich gar nicht. Das müsste ich tatsächlich nachgucken. Soll ich? Sicher bin, ja, bitte. Also wir haben Heideblüte und Amethyst. Heideblüte mindestens. Warte. Ja, du hast doch gerade einen Katalog. Prima. Ja, aber der wir sagt auch bald heute Tschüss. Mal. Charmlos. Boah, nicht mehr als sonst. Heideblüte-Blends haben wir. Aber Fliederblends haben wir. Granitblends haben wir. Rauchblau, Pfauengrün. Sag ich doch. Safrangelb und Rokokorosa. Wir haben also ein bisschen Flieder. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass das fliegt. Ja, aber wahrscheinlich nicht. Mein Gott. Ja. Wir werden das erleben. Also ihr werdet das erleben. Wir auch. Und wir können schon ganz, ganz bald bestellen. Mhm. Am 5. oder? Ich weiß gar nicht. 5.5. oder 3.5. oder weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Weißt du, was ich mir auch noch wünsche? Neue Standszahlen. Ich möchte Zahlen ausstanzen können. Mhm. Ich mache so gerne Rahmen. Bei uns kriegt gerade alle Welt Nachwuchs. Ja. Ich finde unser tolles Alphabet so schön. Dieser, ne? Mhm. Die Stanzform handgeschrieben finde ich total schön. Mhm. Da ist ein bisschen schade, dass es keine großen Buchstaben gibt. Ja. Das aber stimmt. Ansonsten haben sie eine schöne Größe. Wir hatten ja mal große Buchstaben, hießen die so, ja, ne? Ich glaube, sie hießen große Buchstaben, ne? Das kann sein. Die haben ja Gott und die Welt immer zum für Wimpelketten benutzt. Ich? Ja, ich auch. Ganz viel. Keine und Sorge, mache ich auch immer heute noch. Ja, also die Größe der Buchstaben erreichen sie fast. Aber Zahlen? Zahlen wären toll, oder? Puh. Ja, Zahlen ist schon. Ist schon. Und lagenweise Buchstaben hat auch keine Zahlen. Nee. Lagenweise Buchstaben mag ich gerne. Ich habe ja auch schon viel damit gemacht. Aber die sind sehr verarbeitungsintensiv. Dadurch, dass du die in den Framelits ja immer nur mit diesem Dreieck ausstandst ja, und du oder hinterher immer zur Schere greifen musst und den letzten Rest des Buchstabens abschneiden musst. Ja, oder eben das dösige Ding daraus sehst, ne? Was das meinst ist, du? Ja. Du kannst es halt nicht gescheit abschneiden. Das nee, ist genau. Total du musst zur Schere greifen und dann hier den letzten Rest vom Buchstaben ausschneiden. Das meine ich mit verarbeitungsintensiv. Du könntest das vorher noch stempeln, dann weißt du ungefähr, wo du langschneiden musst. Aber ja, trotzdem sind die Buchstaben schön. Keine Frage. Ich habe da ja viel schon mitgemacht. Kannst du dich an die Notizbücher erinnern von Onstage? Die waren toll. Schon. Aber es ist mega Arbeit. Ja, klar. Ja. Viel, viel, viel zu tun. Und 1000 Wünsche für den neuen Katalog. Ja. Hast du schon mal gespart? Was? Ich immer. Das ist ja jedes Mal. Nee, ich meinte, jetzt hast du schon gespart für deinen neuen Katalog. Ja, das mache ich ja. Das ist ja jedes Mal, dass die Augen so viel größer sind als das Portemonnaie. Naja, aber ich habe ja die Chance, dadurch, dass ich für mich entschieden habe, SU beruflich zu machen, dass ich einfach jetzt versuchen kann, möglichst viel zu arbeiten, dass ich möglichst viel Geld verdiene und dann kann ich mir noch mehr Stempelsets kaufen. Das ist doch geil. Das ist cool. Tipplappen. Naja, und wir haben beide natürlich auch den Luxus durch die Celebration. Ja. Haben wir uns ein bisschen was erarbeiten können, was wir jetzt für den neuen Katalog ausgeben dürfen. Tschaka! Wup, wup. Da haben wir gut gemacht. Und ich habe aus dem letzten Jahr auch noch so den einen oder anderen Gutschein über. Dann wird es jetzt Zeit. Nee, das sind die, die lange halten. Ach so.
die Flexpunkte-Gutscheine. Hm. Also kann der neue Katalog kommen. Ja, sehr gut. Wird nicht so teuer. Ja, ja, ich sag das jetzt und dann am Ende stehe ich da und habe da eine vierstellige Zahl stehen. Ja. Nee, das geht nicht. Nein. Also erstmal gucken. Und wir fangen mit den Herzensdingen an und dann gucken wir mal weiter. Also so wie jedes Jahr. Richtig. Tschakka. Hervorragend. Dann. Gehen wir mal der Dinge harren, die da bald kommen. Die Pre-Order machen. Ja. Bist du Demo? Kannst du mitmachen. Bist du keine Demo? Weißt du, wo du hinkommen kannst? Hätten wir ein tolles Angebot für dich. Hm? Und in der Pre-Order? Nein, Quatsch, wenn man einsteigt, kann man jetzt auch schon Pre-Order mitmachen. Stimmt. Ha. Hm. Voll gut. Also, weißt du Bescheid, ne? Und dann sagen wir, bis in 4 Wochen. Ja, bis nächsten Monat. Es sei denn, du hörst diesen Podcast am 27.09.2027. Dann bis gleich im nächsten. Tschö. Und so. Tschö.